willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir überlegt, für dieses Video, beziehungsweise ihr kennt bestimmt auch das Problem, im Internet gibt es ja so viele Make-up-Tutorials, gerade auf YouTube, und die sehen alle immer so perfekt aus, wenn die das machen. Ich habe das schon so oft ausprobiert und ich sah einfach nur scheiße aus, muss ich jetzt echt sagen. Und es hat nie geklappt. Und ich war jetzt auf der Suche nach einem richtig coolen Make-up-Tutorial für Halloween und bin auch fündig geworden mit was, was mir richtig gut gefällt. Und ich habe mir jetzt ein paar Produkte hier bereitgelegt, hier vor mir. Und werde es jetzt mal ausprobieren, ob ich das schaffe. Aber ich glaube eher, es wird so eine Art YouTube versus my reality. Weil ich kriege das niemals so hin. Dann sieht immer alles so easy aus und sieht nachher total schön aus. Und ich bin mir sicher, ich sehe nicht so toll aus. Weil ich bin ja auch nicht so die Schminkexpertin, sondern ich schminke mich einfach so wie jeden Tag. Und ich liebe es, meine Augen zu betonen. Ja, aber so Make-up-Tutorial, was das angeht und Halloween vor allem, bin ich gar nicht gut drin. Aber wir werden jetzt das Ganze sehen. Und ich bin echt gespannt auf das Endprodukt, wie ich dann aussehe. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich nachschminken möchte. So, und zwar habe ich mir diesen Look hier rausgesucht. Ich hoffe, man kann ihn erkennen. Sieht das nicht mega aus? Und ich bin gespannt, wie ich jetzt gleich aussehen werde. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und probieren das Ganze aus. So, als allererstes habe ich mir hier so Clownschminke, also ich habe das jetzt alles mit normalen Drogerieprodukten, die es überall im normalen Drogerieladen gibt, natürlich gemacht. Genau, als erstes dieses Clownbeiß hier und das werde ich mit so einem Art Schwämmchen einfach auftragen. Da fängt es wahrscheinlich jetzt schon an. Aha. Okay, also es wird auf jeden Fall weiß, es klappt. Aber ich finde, irgendwie lässt es sich nicht so toll verschmieren. Entweder ich trage jetzt wieder mit was Falschem auf und Schwämmchen ist falsch, oder ich kann es einfach nicht. Naja, also tragen wir mal das schöne, die weiße Foundation auf. So. Also, riechen tut's lecker. Aber ich finde, ich sehe aus, wie als würde ich mich gleich sonnen gehen. Wir haben einfach richtig viel Sonnencreme ins Gesicht geklatscht. Und wenn ich jetzt so in die Sonne lege, damit ich auch ja keinen Sonnenbrand kriege. So sehe ich bis jetzt aus. Also sieht echt, also sieht aus wie Creme, wo ich nicht richtig verschmiert habe. So sieht doch kein Clown aus. Bei dem Clown sieht es immer so pudrig aus. Bei mir sieht es nicht pudrig aus. Also sieht cremig aus eher. Und es ist ja auch so eine Art Creme, aber da stand Clownweiß dran. Und zwar das Einzige, was es gab. Und das habe ich auch im Internet so gefunden. Also irgendwie, und dann schmierst du und dann geht es irgendwie wieder weg mit dem... Also irgendwie denke ich, vielleicht habe ich auch das falsche Schwämmchen dafür. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht es bei der netten Dame im Internet total easy aus. Sie trägt da irgendwas auf. Ist auch ein englisches Video, also englischsprachig. Verstehe ich natürlich nicht alles, aber irgendwas mit White Foundation habe ich schon verstanden. Naja, so, jetzt noch hier so den Übergang, ach, über den Mund vielleicht. Mhm. Okay. So, nochmal hier ein bisschen drüber. So, ich würde sagen, wir lassen das einfach mal. Also in der Kamera sieht es noch viel brutaler aus, als wenn ich mich hier, also nicht, dass ihr euch wundert, hier unten steht wieder mein Spiegel, darum gucke ich die ganze Zeit dahin. Und als nächsten Schritt macht die nämlich die Augen, die nette Dame. Und zwar tut die so ein bisschen mit so einem Rotton umranden. Also da habe ich hier so eine von Maybelline, diese The Burgundy Bar Palette. Und da gibt es auch so rötliche Töne, das eine kriege ich gleich raus. Ja, und das werde ich jetzt einfach so ein bisschen machen. Das glitzert halt nicht wirklich rot, aber egal. So. Ich glaube, die hat es so ein bisschen aufs bewegliche Lid geschmiert. Naja, bei mir ist es nicht nur das bewegliche Lid. Oh Gott, sieht das schrecklich aus in der Kamera. Und dann hat die das auch noch so ein bisschen hier drunter gemacht, damit es einfach so ein bisschen verlaufen aussieht. Vielleicht gehe ich da ein bisschen, da verblende ich das so ein bisschen mit dem Pinsel hier. Oh, den hätte ich vielleicht davor auswaschen sollen. Jetzt ein bisschen schwarz. Na, richtig cool. Genau, und das mache ich jetzt einfach auf dem anderen Auge auch. Auch auf dieses bewegliche Lid. Bei der Frau sieht es einfach schon so perfekt aus. Und bei mir sieht es gar nicht schön aus. So. Und dann so da. Jetzt bin ich zu weit unten. Ich sage, oh nein, ich bin verrutscht. Nein. Super. Fängt schon richtig gut an. Sieht jetzt einfach nur krank aus.
So, dann tun wir das wieder ein bisschen verblenden. So. So, und jetzt macht die liebe Dame so einen Gel-Eyeliner. Den habe ich jetzt zum Beispiel von Manhattan, der war nicht so toll, weil ich benutze ja eigentlich gar keinen Eyeliner. Nimmt die da so einen dünnen, harten Pinsel und macht es einfach auf dieses bewegliche Lid. Und, oh Gott, oh mein Gott, das sieht so brutal aus. Oh nein, ich habe meine Augen. Oh, egal, das muss ich noch irgendwie verblenden. Oh Gott, das sieht so schrecklich aus. Warum sieht es immer so perfekt aus bei dem? Warum kriege ich das nicht so hin? Vielleicht, weil ich schon immer in bildende Kunst schlecht war, kann ich mich selber auch nicht anmalen. Ich weiß es nicht. Nee. Also es sieht gruselig aus, aber hässlich gruselig, nicht schön gruselig. Für mich sieht es gruselig aus. Okay. Ganz ruhig. Und jetzt macht die noch unten hier so am, wie nennt man das, Lidkranz entlang. Ich kenne diese ganzen Fachbegriffe nicht. Egal, also diese unteren Lidstrich entlang. Und das sieht bei mir auch gar nicht so exakt aus. Bei der, die zieht da diesen Strich und sieht einfach so cool aus. Und ich... Oh Gott. Naja, okay, also soweit dazu. Dann nehme ich die schwarzen Lidschatten. Dann nehme ich einfach The Nudes Palette von Maybelline. Da ist nämlich ein Schwarzton drin. Welchen Pinsel nehme ich jetzt dann? Ah, ich nehme einfach den, wo der dabei ist. Den kann ich ja noch auswaschen. Genau, und dann macht die das einfach hier so ein bisschen. So ein bisschen drüber über das Ganze, was ich da jetzt fabriziert habe. So, also in die Lidfalte. So. Oh mein Gott, das sieht noch schlimmer aus in der Kamera. Oh Gott. Und dann tue ich das hier drunter noch so ein bisschen verblenden. Also so. Und dann nimmt die wiederum so einen Pinsel und dann macht die das nochmal so. So drüber quasi, so. Aha. Wunderbar. Sieht einfach nur scheiße aus. Sieht einfach nur hässlich aus. So, dann mache ich das so runter. Also dieses Weiß setzt sich gerade überall an meiner Nase auch noch ab. Das sieht aus, als würde ich stark im Gesicht schwitzen, was aber nicht so ist. So. Also es sieht gruselig aus, aber... Warum sieht es bei der so perfekt aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich hier noch so schwarze Striche hin. Das sieht ja noch schlimmer aus, was ich da mache. Oh nein. Ja, die hat auch die Augenbrauen angemalt, aber das habe ich jetzt keinen Bock. Da kriege ich die Farbe nicht mehr raus. Also ich bin ja irgendwie eine, wo der meine Augenbrauen gerne anpinselt. Okay, jetzt bin ich völlig ausgerutscht. Oh. Ja, jetzt sieht es aus, hätte ich so geweint. Ganz gruselig. Wow. So, und dann zieht die als nächstes so einen Strich hier. Oh, das habe ich auch noch angelangt. Und das macht die mit so einem Eyeliner-Pen, fährt die sich hier so entlang, so von oben. Dann macht die hier so eine Kurve rein und das andere macht sie auch auf der Seite. So in der Art. So eine Art Kriegsbemalung. So, und dann nimmt die wieder hier diesen Pinsel da, nimmt da wieder so ein bisschen schwarzen Lidschatten und verblendet diesen Strich, damit er nicht aussieht wie so ein Strich, sondern die verblendet den einfach so ein bisschen. So. So. Mhm. Jetzt auf der Seite. Aha. So. Mhm. Wow. Sieht gar nicht aus wie im Video. Dabei mache ich es nach ihrer Anleitung. Müsste ja genauso gut aussehen wie sie. Jetzt macht die hier oben auch noch so ein bisschen schwarzen Lidschatten hin. So ein bisschen Dreck. Oh, und auf der Seite auch noch. Ich sehe aus, als würde ich also eher so eine Kriegerin oder so, aber nichts Gruseliges. Eine Kriegerin, die irgendwie nicht sich richtig anmalen kann. Hm. So, und jetzt macht die ja am Mund, macht die da so einen komischen, fährt die ja mit diesem Ding da hier noch so ein bisschen entlang. So, also wieder mit diesem Eyeliner-Pen. So. So.
Und dann fährt die sich ja so Zähne mal, die sich dann hier die Lippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann, die Lippen sind bei mir gar nicht mehr weiß von lauter Sprechen. Aber auf jeden Fall tut die jetzt wieder mit diesem Ding hier innen entlang fahren hier. Mit dem Gel-Eyeliner. So. Und ich denke mir, ich mache jetzt einfach noch so ein bisschen roten Lippenstift so hier hin. So. Oh ja. Jetzt sehe ich richtig gruselig aus. Oh nein. Ja, super. Wenn man in dieses Weiße rein dappt, dann hat man überall dann diese Fingerabdrücke drin. Also das ist ja auch total bescheuert. Und der ganze Lippenstift ist jetzt weiß. Aber ich bin jetzt ja eh kein Lippenstift. Den habe ich nur fürs Video gekauft. War auch nicht teuer. Naja, aber jetzt schaut euch mal bitte das an. Also ich sehe gruselig aus, aber lustig gruselig. Hässlich gruselig, so sieht's aus. Und die sieht so sexy aus. Schaut euch mal bitte diesen Vergleich an. Schaut mal. Oh, das geht gleich. Genau, hier. Da ist die Dame, die gute, und so sehe ich aus. Ich weiß nicht, und wird's gruseliger? Also ich finde es auf jeden Fall schrecklich. Er sieht so hässlich aus. Ich würde so nie rausgehen. Ich fühle mich gar nicht cool. Ich sehe aus, als wäre ich beim Kinderschminken gewesen. Und die Kinder hätten mich geschminkt, keine erwachsene Person. Also klar, man kann vielleicht noch ein bisschen was mit Verblenden rausholen. Wo ist überhaupt mein Pinsel da? Keine Ahnung, aber so richtig viel, glaube ich, geht da nicht mehr. Dann kann man ja noch so ein bisschen zur Runde fahren, als hätte man geweint. So, ach ja, die Wimpern. Ach ja, Kajal habe ich ja noch vergessen. Oh. Kajal natürlich auch noch hier. Und da noch. Und zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen Wimperntusche nochmal, damit es noch dunkler aussieht. So. So. Und so. Und so. Also das nervt mich. Ich weiß nicht. Das sieht alles immer so easy aus. Vielleicht liegt es auch an meinen Produkten, dass ich eigentlich nicht die besten Produkte habe. Und ich habe die ganz normal aus dem Drogeriemarkt. Aber schon allein diese weiße Farbe, wo hier als Clownfarbe und also einen Clown habe ich nie so gesehen. Wo total fleckig ist und wenn jemand ins Gesicht langt oder keine Ahnung, es laufen mal Tränen vom Wind, dann verwischt es alles direkt. Also ich weiß auch nicht. Sieht schrecklich aus. Also ich fühle mich nicht wohl. Und auch so das Gefühl. Ich fühle mich einfach, als hätte ich, wie vorhin gesagt, so richtig viel Creme dran. Und ich hoffe, ich kriege das alles wieder ab. Das sieht ja schrecklich aus. Ich glaube, da kann ich auch nichts mehr. Also da kann es echt nichts mehr dran machen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ihr habt jetzt mal gesehen, dass einfach manchmal so richtig perfekt aussieht im Internet oder auf YouTube-Videos. Und wenn man es dann wirklich nachmacht, sieht man so aus. Alles andere als perfekt und einfach nicht schön, also ich fühle mich nicht wohl und ich bin froh, wenn ich mich jetzt gleich wieder abschminken kann. Ich habe auf jeden Fall euch halt diese Art auch vom Video gefallen. Das ist jetzt wohl nicht so ein richtiges Make-up-Tutorial, wo man sich da in Halloween-Look wirft. Ihr könnt natürlich mir auch nachschminken. Vielleicht sieht es auch bei euch besser aus. Na, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Ist natürlich kostenlos und ihr verpasst von nun an kein einziges Video mehr von mir. Und schaltet auch wieder am Sonntag um 12 Uhr ein. Bis dahin, sage ich tschüss. Mwah. Wow.